Hallo Leute, ich zeige euch heute, wie ihr die Zwei-Faktor-Authentifizierung in DSM 7.0 einrichten und aktivieren könnt für eure User. Wir fangen an. Wir gehen zunächst auf die Weboberfläche von dem Synology NAS, melden uns einmal ganz normal an. Dann geben wir ganz normal unser Kennwort ein. Dann machen wir einmal hier die Leiste zu. Wir gehen hier oben auf Optionen, gehen auf Persönlich. Und können hier unten die Zwei-Faktor-Authentifizierung oder die kennwortlose Anmeldung machen. In dem Fall ist seit dem DSM 7.0 eine neue App rausgekommen. Das ist die Synology Secure Sign-In App. Die gibt es für iOS und Android. Oder Zwei-Faktor, das ist dann einfach der Google Authenticator mit dem Code. Ich würde in dem Fall die kennwortlose Anmeldung machen. Das heißt, es kommt dann einfach nur ein Pop-up auf dem iPhone oder auf dem Android-Handy und ihr könnt euch dann direkt anmelden. Wir klicken es einmal an, dann gibt es entweder Hardware-Schlüssel, das heißt sowas wie diese Keycodes, oder wir haben Anmeldegenehmigung einfach über die App. In dem Fall würden wir das über die App machen. Wir gehen einmal hier drauf, melden uns einmal mit unserem aktuellen Kennwort an. Dann ladet ihr erstmal die App runter. Wenn die runtergeladen ist, geht ihr auf Weiter. Dann kann man hier halt den QR-Code einscannen, um es direkt runterzuladen. Sieht man hier schon installieren, habe ich in dem Fall schon, weiter. Und jetzt diesen QR-Code einmal einscannen, das heißt, ihr startet die App, geht auf Hinzufügen, scannt einmal den Code ein, dann erkennt er automatisch, ob es ein iPhone oder was auch immer war, jedenfalls das Gerät, was sich verbunden hat. Und wir gehen auf Fertigstellen, gehen auf Speichern, einmal auf Abmelden. Und wenn wir nun uns wieder anmelden, fragt er nicht nach einem Kennwort, sondern es kommt einfach nur eine Anfrage am iPhone oder am Android-Handy. Ihr geht auf Genehmigen, Erlauben und es wird dann direkt mit Face ID entsperrt oder mit Touch ID, je nachdem, was ihr für ein iPhone habt. Ja, das war's schon gewesen. Bei Fragen unten in die Kommentare und für einen Daumen hoch würde ich auch freuen. Dankeschön.